Hello Freaks and Friends und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal mit einem neuen, fetten, krassen, geilen Beauty-Haul. Ich habe aber nicht nur dekorative Kosmetik für euch diesmal am Start, sondern alles echt bunt durcheinander. Körperpflege, Parfum, Schmuck, aber natürlich vor allen Dingen dekorative Kosmetik. Deswegen sind wir hier. Falls du neu sein solltest auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dir gefällt, was du hier so zu sehen kriegst. Dann bleib auch gerne länger und abonniere meinen Kanal. Genau, das war's. Wir fangen direkt an mit dem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zusehen. Let's go. So, ihr Hübschen, womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit Schmuck. Den trage ich gerade im Moment auch schon. Mein Punkt hat mir wieder schönen Schmuck zur Verfügung gestellt. Meine Kreolen, alles Silber übrigens. Die heißen Felicia, die habe ich jetzt schon länger. Habe ich jetzt aber kombiniert mit meinen neuen Schmuckstücken. Und zwar ist das die Kette Ramona. Fand ich sehr, sehr schick und schlicht, aber doch auffällig schön. Mit diesen kleinen Kreisen da, keine Ahnung, wie man das sonst nennt. Und die Kette habe ich auch schon länger. Das ist so ein Halbmond mit, ein Halbmond mit so einem Stern und Strahlen, zeige ich dir gerade in der Aufnahme nochmal. Die habe ich dazu kombiniert und das finde ich einfach sehr, sehr schick. Auch die ganzen anderen Schmuckstücke, die es da so gibt. Ich habe mich auch für zwei Ringe diesmal noch entschieden. Die kannst du jetzt in der Nahaufnahme auch nochmal sehen. Wie die genau heißen, kann ich dir jetzt an der Stelle nicht mehr sagen. Blende ich dir aber ein. Mein Punkt hat immer mal wieder Rabattaktionen, wo ihr 20-30% auf alles sparen könnt. Und mit meinem Rabattcode, der immer gültig ist, sofern die Kooperation noch eine Weile geht, Morbus Black heißt der, spart ihr immer die Versandkosten ein. Den könnt ihr also immer kombinieren mit den jeweiligen Aktionen, die da gerade so im Gange sind. Genau. So viel zum Schmuck. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Parfum. Ich bin sehr, sehr wählerisch, was Parfüm angeht. Sehr, sehr wählerisch. Und ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, das perfekte Parfüm für mich entdeckt. Davor hatte ich einen ganz, ganz anderen Geschmack irgendwie. Sehr, sehr süß, sehr fruchtig. Und jetzt ist es doch schon etwas erwachsener geworden, muss ich sagen. Und der liebe Maxim, der macht ja immer Werbung für, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, La Rizée, glaube ich. Das sind so diese Firmen, die Dupes zu den sehr, sehr teuren Parfums herstellen. Und ich muss sagen, ich bin darüber sehr, sehr dankbar. Oder ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es sowas gibt, weil ein Chanel-Parfum kostet doch sehr, sehr viel Geld. Und für den kurzen Spaß, das verfliegt ja auch relativ schnell, ist bei jedem auch so ein bisschen unterschiedlich, gebe ich lieber ein bisschen weniger Geld aus, aber habe sehr, sehr lange was davon. Dieses Flakon von La Rizée hat 50 Milliliter, das ist relativ groß, ihr seht das in meiner Hand. Und das hält auch sehr lang. Also 2-3 Spritzer morgens genügen mir da vollkommen. Wenn das zu doll aufliegt und einfach zu intensiv ist, kriege ich davon auch sehr schnell Kopfschmerzen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mit der Performance dieser günstigen Dupes sehr zufrieden und deswegen halte ich euch das auch in die Kamera. Das ist einer meiner liebsten Düfte, das ist die Nummer, oh Gott, 165 und das riecht 1:1 so wie das von Armani, because it's you. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den nächsten Produkten, Bodypflege. Ich habe schon immer The Body Shop geliebt, leider hat sich der Laden hier aufgelöst bei uns in Magdeburg und ich kann nur noch online bestellen. Das habe ich jetzt aber mal wieder getan, weil ich einfach mal wieder Bock auf The Body Shop hatte. Und zwar habe ich mich hier einmal für ein Körperpeeling entschieden. Das ist das Sugar Body Scrub mit der Duftrichtung Mango. Leute, so ein geiles Peeling. Ich habe das jetzt erst 2-mal verwendet, aber bin sofort verlauft. Alle Produkte von The Body Shop sind übrigens vegan und cruelty-free. Leute, wenn ihr den Geruch von Mango mögt, werdet ihr den ganzen Tag an diesem Teil riechen wollen. Es gibt keinen satteren, besseren Geruch als dieses Zeug. Man denkt wirklich, aufgeschnittene Mango liegt da drin. Es riecht so fantastisch. Dieses Peeling hat eine ganz, ganz tolle Reinigungsleistung. Es ist ein Mix aus Peeling und Creme, habe ich das Gefühl. Wenn ich das auftrage unter der Dusche, das ist so pflegend, aber hat eine ganz, ganz tolle Reinigungsleistung. Also ein wirklich nur zu empfehlendes Peeling. Gibt es auch noch in anderen Duftrichtungen. Absolute Kaufempfehlung von mir an der Stelle schon. Ich liebe es. Ich liebe es. Und ich glaube, das kostet bloß 6 oder 9 Euro. Also wirklich fantastisch. Dann habe ich mir dazu einen Body-Joghurt bestellt. Und Freunde der Sonne, jeder, der dieses Teil bisher verwendet hat bei mir im Bad, war davon so begeistert und hat gesagt, Peggy, was hast denn du da Geiles gekauft? Das riecht nicht zu süß. Das ist Pink Grapefruit. Das ist so ein Body-Joghurt. Also eine sehr, sehr
leichte, wackelige Konsistenz, wie du das gerade sehen kannst. Und nicht zu reichhaltig. Also die ist wirklich, das ist eine leichte Feuchtigkeitspflege. Eine ganz, ganz ja, zarte, seidige, so flüssiges, flüssiges Gel. Eine ganz, ganz leichte Emulsion ist das. Du hast also wirklich nur einen Hauch von diesem Zeug auf deiner Haut, so dass du nicht so einen schweren Film auf deiner Haut hast und dich zugekleistert fühlst. Das ist wirklich Bodyjoghurt. So, wie es draufsteht, das kann diese Creme auch wirklich halten. Also Bodyshop habe ich noch ein bisschen was anderes bestellt. Und zwar folge ich sehr, sehr gerne Evelina Forsell. Das ist auch eine YouTuberin, Instagrammerin, wie auch immer. Die nimmt sehr, sehr gerne diese The Fresh Nude Foundation von The Body Shop. Die soll sehr, sehr gut sein, sagt sie einfach. Nicht zu zugekleistert, einfach so ein schöner Mix aus Foundation und Pflege. Und die wollte ich auch mal ausprobieren, bin ich aber noch nicht zugekommen. Die kommt in so einem Glasflakon und hat so einen richtig schönen großen Spatel. Finde ich ja schon mal mega interessant. Ihr seht vielleicht auch schon die Farbe, die ist ein bisschen dunkler, als ich jetzt aktuell bin. Da ich aber ein Freund von Selbstbräuner bin, wird das kein Problem bei mir sein. Ich habe mich hier für die Farbe 1C entschieden. Also das ist so eher so die Medium-Richtung. Deswegen heißt sie Medium 1C. Und Cool-Toned, also C. Ja, Cool-Toned und so. Genau. Von The Body Shop durfte auch noch mit ein Concealer. Der Vitamin C Concealer, den hat sie auch empfohlen. Den Kanal von ihr kann ich dir gerne mal unten verlinken. Ich liebe sie einfach. Und ja, den Vitamin C Concealer hat sie auch empfohlen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich schon bestelle, nehme ich den gleich mit. Der riecht nach Zitrus übrigens. Liebe ich. Den habe ich schon ein, zwei Mal benutzt und fand den sehr gut. Ganz normales Füßchen. Den habe ich in der Farbe Light 2W. Aber das Ganze probieren wir noch aus. Falls euch das auch interessieren sollte, also ihr könnt mir das super gerne natürlich immer in die Kommentare schreiben, welche Produkte euch am meisten anfixen, wo ihr gerne mehr darüber wissen wollen würdet. Genau, dann setze ich das, beziehungsweise ich versuche das dann auch umzusetzen zeitnah. Dann gab es im Internet eine sehr gehypte, und dann gab es noch eine sehr gehypte Palette von Cosmic Brushes, heißt die Firma, glaube ich, die Serenity Palette. Cosmic Brushes? Ich glaube, ja. Cruelty Free auf jeden Fall. Ihr habt sie bestimmt schon ganz, ganz oft gesehen und die hat natürlich meinen Namen geschrien. Ne? Ich liebe Indie-Brands, ich liebe Indie-Make-up und vor allen Dingen liebe ich bunte Lidschattenpaletten. 20 Farben sind hier drin und ich zeige euch das Schätzchen jetzt mal. Allein die Verpackung erinnert mich einfach an Festival-Vibes, an Sonnenuntergänge im Sommer, wenn der Himmel so pastellfarben eingefärbt ist. Ich liebe das so, so sehr. Und deswegen hat die Palette mich rein optisch schon sehr, sehr angesprochen. Aber schaut mal, was hier drin los ist. Ihr habt sie, wie gesagt, bestimmt schon ziemlich oft gesehen jetzt. Und ich habe sie mir jetzt auch gegönnt. Die kostet, glaube ich, bloß 20 Pfund. Sind das Pfund? Ich glaube ja. Die kommt ja aus dem United Kingdom. Da habe ich die bestellt. Die war relativ zügig da, muss ich wirklich sagen. Die Color Story ist sehr, sehr schick. Und falls ihr damit Looks sehen wollt, schreibt mir das gern mal. Eine Palette hat sowieso schon ein Video bekommen. Das habt ihr auf Instagram abgestimmt. Das ist die nächste, die ich euch jetzt zeige. Aber ich wollte euch erstmal die zeigen. Ein schöner Spiegel ist mit dabei. Und ich freue mich schon darauf, mit dir zu spielen, Girl. Von welcher Palette spreche ich? Ihr wollt unbedingt ein Video zu der Glaminatrix Cosmetics Nocturnal Palette sehen. Leute, ich kann es absolut verstehen. Glaminatrix Cosmetics ist für mich keine neue Firma. Ich bin um diese Palette, keine Ahnung, wie lange gibt es denn die? Ein Jahr, noch länger wahrscheinlich, mindestens ein Jahr schon rumgeschlichen. Glaminatrix Cosmetics kommt aus Australien, auch wieder eine cruelty-free Brand. Und damals konnte man dort nur mit Kreditkarte bestellen. Da habe ich meinen Dad angerufen, ihr fragt, Papa, hier, wie sieht's denn aus? Gib mir mal die Zahlen deiner Kreditnummer, Kreditkarte. Hat er getan und ich durfte mir das Schätzchen bestellen. Mittlerweile geht es auch per PayPal. Das ist die Nocturnal Palette. Ein wunderschönes Packaging hat mich an Adept Cosmetics erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das Video dazu gesehen habt. Da habe ich auch ein Video zu hochgeladen mit Heather Austin in Kooperation mit dieser Firma. Und die haben ein gleiches Packaging. Also dieses, das ist kein Leder, aber so ein ganz, ganz weicher Bezug. Und relativ robust die Verpackung und magnetisch natürlich. So, ich möchte schön vorsichtig sein, damit das Schätzchen auf keinen Fall kaputt geht.
Sie ist so wunderschön, Leute. Schaut mal. Mit Spiegel. Und das ist die Color Story dieser wunderschönen Palette. Eine perfekte Herbst-Grungy-Halloween-Season-Palette. Und dass ihr dazu ein Video sehen wollt, das kann ich mir natürlich vorstellen. Das wird auch kommen. Gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich brauche immer etwas länger aktuell aufgrund meiner Masterarbeit, meines Studiums, meiner zwei Kinder, Haushalt, Tiere, whatever. Wollte alles ja nicht wissen. Aber deswegen kann ich halt nicht so viele Videos produzieren in der Woche. Ich bin immer schon froh, wenn ich überhaupt noch dazu komme. Genau, aber dazu wird es ein Video auf jeden Fall geben. Die nächste Bestellung aus Amerika hat mich auch heile erreicht. Und zwar die Betty Bean und Shroud Cosmetics It's Freaking Bats Palette. Die gibt es schon eine ganze Weile. Ich bin ewig lange drum herum geschlichen und habe mir gedacht, okay, ich probiere sie jetzt aus. Einfach auch aus Supportgründen. Ich liebe Betty Bean, ich liebe ihren Kanal, ich liebe ihre Videos, ihre Inspirationen. Es ist einfach so kreativ, so abwechslungsreich auf ihrem Kanal. Da verliere ich mich immer gerne mal stundenlang, wenn ich abends noch Zeit habe. Und das ist ihre Palette in Kooperation mit Shroud Cosmetics, wie gesagt. Auch hier habt ihr einen schönen Spiegel mit dabei und das ist so eine 9er Palette. Das sind ja oft so diese Paletten, die man aus Amerika kennt. Von Fantasy Cosmetica habe ich da ja auch zwei am Start. Das sind auch diese 9er Paletten, die sind super gut geeignet, weil die halt nicht so groß sind, ne? Aber man kann abwechslungsreich viel mit schminken. Das ist auf jeden Fall für mich eine Herbst-Winter Palette. Die ist absolut spooky und sieht sehr nach Spaß aus, muss ich sagen. Kommen wir zum letzten Paket, was mich erreicht hat. Jetzt vor kurzem erst gab es bei Melt Cosmetics 30% Rabatt auf der Original-Internetseite, also nicht bei Beauty Bay oder sonst wo. Ich habe Original aus Amerika bestellt. Und ich habe für diesen Look zum Beispiel auch einen Cream Blush Lighter von NYX verwendet und auch von Melt verwendet. Und den Lippenstift, den ich gerade trage, der ist auch von Melt. Zeige ich euch jetzt. Und zwar als Blushleiter habe ich in einem meiner letzten Videos verwendet die Farbe Lynx. Das ist so ein, ja, so ein Packaging mit einem kleinen Spiegel drin. Und so sehen die Blushleiter aus. Die haben ja so ein bisschen Schimmer. Sind Cremeprodukte, wie ihr sehen könnt. Und das ist so ein sehr, sehr schöner, gesetzter, braun, rostorangiger Ton. Wunderschön. Kann ich mir auch sehr gut auf dem Auge vorstellen. Und den trage ich gerade im Moment, wie gesagt, auf meinen Wangen. Auf meinen Lippen trage ich einen Ultra Matte Lipstick, auch von Melt, in der Farbe 710. Das ist schon sehr, sehr eigen, ne? Das ist eher so was Herbstfarbenes, aber so ein schöner, ja, wie bezeichnet man den? So ein altes Braun? I don't know, keine Ahnung. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Farbe nennen würdet. Ich weiß es nicht. Melt hat sehr schicke, schlichte Lippenstiftverpackungen mit Magnet, Schwarz, liebe ich. Und das Packaging, Leute, schaut euch das mal an. Hier vorne steht noch Melt drauf. Und ja, der Lippenstift ist mit einer ganz, ganz schicken Gravur versehen, wie ihr das seht. Hat sich super gut auftragen lassen. Riecht leicht nach Vanille. Finde ich richtig cool. Und auch die Farbe finde ich mega. Jetzt vor allen Dingen für den Herbst. Die haben so schöne Sachen. Melt müsste mal nach Deutschland kommen. So, zwei weitere Cream Blush Lighter durften mit. Und zwar die zwei. Wie die aussehen, zeige ich euch jetzt direkt in der Nahaufnahme. Das Packaging habt ihr ja schon gesehen. Das hier ist also die Farbe Kali Dream. Das ist eher ein ganz, ganz leichter pfirsichfarbener Ton. Und auch wieder ein Blush Lighter, also mit Schimmer. Und das ist die Farbe Golden Hour. Die ist etwas mehr rosastichiger. Und doch etwas mehr goldener und hat noch ein bisschen mehr Wumms als Kali Dream. Das war es noch nicht mit der Melt Cosmetics Bestellung. Ich dachte mir, wenn ich das schon mal bestelle, dann na, natürlich haue ich auch richtig einen raus. Und es gab, wie gesagt, 30%. Ich habe mir so einen Gel-Eyeliner mitgenommen. Ich habe schon einen von Melt und bin mit der Performance sehr zufrieden. Und leider gibt es dieses Grün nicht mehr bei Beauty Bay. Deswegen habe ich es aus Amerika bestellt. Das ist die Farbe Fortune. Ein ultra schönes Tannenwaldgrün, Leute, das passt perfekt zu diesem Curryfarben. Curry, der Lippenstift sieht aus wie Curry. Ja, der würde zum Beispiel auch sehr gut in Kombination jetzt mit diesem sandigen Make-up passen.
ultraschöne Performance von diesen Eyelinern. Hält gut, gut pigmentiert, macht einfach Spaß damit, was zu schminken. Weiter geht's, die letzten zwei Produkte. Und zwar Slick Waterline Eye Pencil. Die sind sehr gehypt von Melt irgendwie. Die sollen wohl sehr, sehr gut sein. Die sind für die Wasserlinie speziell, weil die sehr gut halten. Und halt, auch wenn es da feuchter wird auf der Wasserlinie, oben oder unten, halten die wohl. Und den habe ich mir halt in so einem schönen Kakaoton bestellt. So heißt die Farbe auch, Kakao. Ein schönes Dunkelbraun. Kann ich mir auch sehr schön vorstellen in Kombination mit dem Eyeliner. Genau, den kann ich euch gerne mal swatchen. Die anderen Sachen habe ich euch jetzt gar nicht geswatcht. Die Blushlighter, wow, also der ist mega weich. Das ist krass. Und super krass pigmentiert. Ich glaube, das macht richtig Spaß, damit was zu schminken. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen als Lipliner. Ich liebe ja so eine Brauntöne, ne? Warum habe ich die anderen Sachen nicht geswatcht? Ganz ehrlich, Leute, weil ich die 100 Pro in irgendeinem Video verwenden werde. Die Blushlighter und diesen Eyeliner. Den werdet ihr 100 Pro noch sehen. Die werdet ihr 100 Pro noch sehen. Das letzte, was ich bestellt habe, ist die Mary Jane Palette. Die wollte ich unbedingt für den Herbst-Winter haben. Packaging finde ich on point, ganz, ganz schick, ganz gelungen. So ein rauchiges Braun mit schwarzen Smoky-Elementen. Und die Color Story ist auch sehr, sehr nice. Ich habe schon einige Feedbacks dazu gesehen, bekommen. Und die meisten haben gesagt, Peggy, die Performance soll nicht ganz so gut sein. War mir egal, ich möchte sie auch ausprobieren. Die hat hier in der Gravur so kleine Glitzersteine drin, so eine Glitzerpailletten in Silber. Wunder, wunderschön, wie ich finde. Voll mein Ding. Und jetzt schaut euch mal die Color Story an. Spiegel ist mit am Start. Und die Folie mache ich jetzt mal ab, damit ihr das besser sehen könnt. So eine Palette gibt es nicht auf dem Markt. Das ist ein absoluter Traum. Schaut euch das mal an. Wenn die jetzt noch so performen würden, wie die aussehen, Leute, dann flippe ich komplett aus. Mega nice. So, wie sieht's aus? Was gefällt euch am besten? Womit konnte ich euch anfixen? Und was wollt ihr sehen? Was wollt ihr sehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Genau, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffe, euch hat der Haul wie immer gefallen. Die ersten fandet ihr sehr, sehr gut. Deswegen habe ich gedacht, drehe ich das einfach mal wieder für euch ab. So, ich schnacke nicht lang weiter rum. Bleibt schön gesund und munter. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.